Berlin, Bundeswirtschaftsministerium. Ein ganz normaler Arbeitstag für Stefan Hinze. Bodyguard ist der geilste Beruf der Welt. Action, Gefahr, Nervenkitzel. Genau wie in Hollywood. Meine Whitney Houston heißt Sigmar Gabriel. Der Personenschützer des Wirtschaftsministers war monatelang völlig unterfordert. Gabriel hatte einfach keine Feinde. Aber das ändert sich jetzt, denn Gabriel gerät ins politische Kreuzfeuer. Herr Gabriel, Sie wollen jetzt plötzlich alle Kohlekraftwerke länger laufen lassen. Damit werfen Sie doch alle Ihre Klimaziele über den Haufen. Wir haben noch kein endgültiges Ergebnis. Was haben Sie vor, mich zu schlagen mit dem Ding, oder? Und natürlich willst du als Bodyguard auch mal zeigen, was du kannst. Und seitdem Gabriel zum Industrieliebling und Klimaarsch geworden ist, da gibt's endlich wieder was zu tun. Wie neulich bei diesen Greenpeace-Aktivisten zum Beispiel. Diejenigen, die das von uns fordern, dass wir zeitgleich aus dem Ausstieg der Atomenergie auch Kohlekraftwerke stilllegen sollen. Lasst das transparent laufen! Okay. Jetzt legt sich der Sicherheitsbeamte noch hin. Gut, also. Stefan, setz dich hin. Stefan Hinze genießt den Protest der Umweltschützer gegen seinen Chef. Endlich wird er mal richtig gefordert. Weiteren Ärger gibt es bei den Waffenexporten. Denn Gabriel kommt der Rüstungsbranche entgegen. Moin, Chef. Auch das freut seinen Bodyguard. Hier ist wieder der wöchentliche Scheck aus Saudi-Arabien für die Waffenexporte. Ist ja schon wieder Dienstag, ne? Jo, das ist der schönste Tag der Woche. Eigentlich könnten wir doch doppelt so viele Waffen in Krisengebiete exportieren. Gibt ein bisschen Ärger mit dem Wähler, aber pff, das ist sowieso egal. Scheichegal. Herr Gabriel, die Umfragewerte der SPD sind seit Jahren im Keller. Und warum trinkt der Bodyguard Whisky? Alles wie SPD. Endlich wieder 40%.